Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlustern, Steine, Thesen, gerade nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Es ist weiterhin Horror-Oktober und ich bin der Max und neben mir ist mal wieder die Kali. Ja, ich mache das jetzt also nicht mehr hier im alleinigen Blindflug durch den Horror-Oktober, sondern habe Unterstützung an meiner Seite. Und zwar war für The House of Horror Oktober, alle Infos wie immer bei cinecoach.net zu finden, das heutige Ausflugsziel House 2, The Second Story, oder auf Deutsch House 2. Mit dem tollen Werbespruch, um Voranmeldung wird gebeten. Ja, Kali, sag doch mal was zu House 2. Wie fandst du den denn so? Na, ich habe den das erste Mal als Kind gesehen. Und ich hatte keine Ahnung mehr von der Handlung gehabt, aber ich hatte nur drei Bilder sozusagen im Auge gehabt von diesem Film. Das war einmal diese Hunderaupe, der Opi und der Dschungel im Kleiderschrank. So. Und ich habe seit meiner Jugend immer diesen Film gesucht, die ganze Zeit. Weil ich wusste nicht mehr, wonach ich suchen sollte, weil ich nur diese drei Bilder im Auge hatte. Und habe die echt, also ich glaube, 15 Jahre gesucht. Und habe dann irgendwann auf der IMDb die ganze Zeit nur durchgescrollt, was könnte über eine Geschichte über ein Haus sein, und bin auf diese Hausreihe gestolpert, die ich aber bewusst nicht kannte und noch nie von gehört hatte, und hatte mir im jugendlichen Einfall damals die ersten beiden Teile bestellt. Und ja. Dann haben wir die zusammen geguckt. Und der erste war unglaublich ernüchternd und nicht meins. Und ich habe mir auch geschworen damals, dass ich die nie wieder gucken werde. Und dementsprechend war die Ernüchterung sehr, sehr groß, als wir dann festgestellt hatten, dass wir noch einen zweiten gucken müssen. Und das ist dann der heutige Film. Und umso glücklicher war ich, als es der Film ist, den ich seit 15 Jahren gesucht habe. Und dementsprechend finde ich den Film natürlich immer noch toll. Also den fand ich damals schon toll und bei Wiedersichtung toll. Und heute fand ich ihn auch wieder toll. Also das ist irgendwie ein Film für mich. Ja, ich finde den auch durchaus unterhaltsam in seiner Blödsinnigkeit. es gibt halt so ein, zwei Kritikpunkte, da werden wir nochmal drauf eingehen. Also ich hatte das ähnlich, dass den ersten Teil, als wir ihn zusammen geguckt haben, habe ich so gedacht, ja, zündet jetzt nicht so richtig. Es gab so ein paar interessante Momente durchaus, aber so im Großen und Ganzen war das schon, ach naja, dieses Haus hätte ich nicht besuchen müssen. Und vielleicht dadurch dann auch nochmal verstärkt die Wirkung beim zweiten Teil, der dann ziemlich gut gezündet hat, weil das einfach so völlig, wir machen uns über gar nichts Gedanken, wir klatschen das einfach alles zusammen. und da eben einfach mal so alles rausgehauen haben, was so da war. Dementsprechend war das schon ein sehr vergnügliches Erlebnis. Der Film ist von Ethan Wiley, produziert von Sean S. Cunningham, seines Zeichens bekannt für die Regie bei Friday 13th. Irgendwo habe ich gelesen, dass es ein New World Pictures Film wäre, aber das war zumindest hier nicht eingeblendet, deswegen kann ich es nicht so nachvollziehen. New World Pictures wäre dann wieder eben mit aus der Schmiede von Roger Corman, der ja mit jedem Film Geld gemacht hat, außerdem einen, wo er selbst Regie geführt hat, dem Anspruchsvollen. Welchen denn? The Intruder, Weißer Terror mit Captain Kirk als. Ach so, warte, ist das der Schwarz-Weiß-Film hier über die Zipfelklatsche? Ku Klux Klan und so, genau, ja, genau. Wo er den bösen Demagogen spielt. Den wollte ich auch nochmal gucken. Ja, aber Haus 2, müssen wir da noch eine Inhaltsangabe? Ich weiß gar nicht, eine Inhaltsangabe, der Urenkel eines Abenteurers. Meines Urgroßvaters. Der Naja, ein Mann zieht mit seiner Frau Freundin. Ja, Freundin war das wahr. Es ist einer dieser vielen Punkte, die völlig unerheblich sind in diesem Film. Also ein 25-jähriger Künstler erbt ein Haus und zieht mit seiner Freundin dort ein. Und deckt auf dem Dachboden diese ganzen Familienunterlagen mit Neugierigen, völlig raus, dass sein Urgroßvater einen Kristallschädel gefunden hat. Genau, und bevor Indiana Jones das getan hat. Naja, allerdings, man macht sich auf die Suche nach diesem Kristallschädel im Grab des Urgroßvaters. Ja, und hat dabei prominente Unterstützung von einem völlig durchgeknallten Kumpel namens Charlie. Also unser Hauptcharakter heißt Jesse, für alle, die das als wichtig empfinden. Und Jesse und Charlie erleben dann jede Menge wunderbar, herrlich, blöder
Episoden. Also ich glaube, das hätte auch so als Serie, Haus, die Serie, und dann kommt jedes Mal so ein Abschnitt, so einmal der Dschungel, einmal die Dinosaurier, einmal die Inkas, einmal Wilder Westen. Und aber versuchen wir das mal ein bisschen zu ordnen, oder vielleicht auch nicht, das passt gar nicht zum Film. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es krass, dass das ausgerechnet das die Fortsetzung ist von diesem unglaublich grässlichen Teil 1. Und ich fand, Teil 1 hatte sich sehr ernst genommen, das hat nicht funktioniert und der nimmt sich ja nun gar nicht ernst. Und es klappt wunderbar. Das ist unbedingt sozusagen, ich finde, das hätte auch als eigenständiger Film sozusagen funktioniert, auch ohne der Hausreihe anzugehören. Also ich weiß gar nicht, ob die sich nicht durchaus teilweise ernst genommen haben, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall so, dass ich mir sage, nee, das kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Also andererseits, okay, der Prolog, der erzählt wird, der ist schon so ein bisschen der Film ist im Original PG-13 und in Deutschland ab 16. böser Film. Also eher so auf Familienunterhaltung schon auch ausgelegt, was die Freigabe angeht. Aber dieser Anfang ist ja durchaus noch so ein bisschen so, was passiert jetzt hier, auch wenn es nicht gruselig oder ganz düster ist oder so. Zumindest heute nicht mehr. Ich glaube, das war damals auch nicht anders. Aber danach. Was kann ich denn? Ich habe den als Kind gesehen. Ich glaube, jetzt war ich, als ich 6 war oder so. Und fand den toll wegen der Hunderaufe. aber ich glaube, spätestens dann eben, wenn da Charlie ankommt, ist sämtliche Ernsthaftigkeit eigentlich fast verflogen. Es kommt dann irgendwie nochmal, selbst bei den körperlichen Auseinandersetzungen, bei den Kämpfen und so, ist das alles irgendwie, ja, für mich ist einfach zu überdreht, glaube ich. Und einfach so dieses Kafkaesque in einem positiv lustigen Sinne, ist eben entgegensetzt zu dem eigentlich Kafkaesque eher verwirrend, düster, negativen Sinne. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Also es geht halt schon los damit, ja, komm, wir graben, oder warum geht Jesse eigentlich im Keller und guckt nach mit diesem Kristallschädel? Das wird überhaupt nie erklärt. Der ist einfach da, Charlie kommt runter. Ja, hier, das sind zwei verschiedene Kristallschädel. Der andere Kristallschädel muss woanders sein. Übrigens, da oben ist das Grab meines Großvaters. Lass mal da hingehen. Okay. Also so dieses, ich weiß gar nicht, ob bewusste oder unbewusste Scheißen auf die Exposition. Komm, wir machen das einfach. Wir machen das jetzt, zack, zack, wir müssen das jetzt hier nicht ausarbeiten, Charaktere, was soll der Blödsinn? die ziehen einfach los und dann haben wir hier so ein Pterodactylus-Baby, das wir jetzt auch mit in die Familie aufnehmen. Also wenn man das ernst nehmen wollte, wäre für mich zum Beispiel so dieses, irgendwann sagt Jesse mal, er hat gar keine Familie so richtig, ne? Genau, als der Opi schon da ist. Genau, und dann ist für mich dann so, ich weiß gar nicht, Mitte, Anfang, zweites Drittel oder so, ist ja mal diese Essensszene, lass uns noch beten. Und dann kommt ja auch nochmal diese Aussage, na, vielleicht seid ihr jetzt so meine Familie, so ungefähr. Und wenn das sozusagen am Ende des Films gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, na okay, das ist irgendwie so dieser Bogen, der hier mit erzählt wird, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, aber dass das eben so ein Thema ist, woran sich der Film irgendwie abarbeitet, das Finden einer Familie durch das Erkunden des Hauses und das Eintauchen in fremde Welten und verschiedene Dimensionen. also das wäre nochmal so ein halbwegs ernster Punkt, aber auch das ist einfach, wie gesagt, das taucht einmal kurz auf und wie dieser ganze Film mich in einen Fluss mitnimmt und dass ich kaum über Sachen nachdenke oder intensiv mir ernsthaft Gedanken mache, auch wenn es eben, wie gesagt, ein, zwei Sachen gibt, die nicht so toll sind, aber im Grunde ist das für mich fast ganz schön sauberer Blödsinn im positiven Sinne. Und ich weiß nicht, hast du etwas, was du ganz doll negativ anmerken möchtest? Nein. Also tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, bei mir ist der Film ja durch die Kindheit total verklärt. Sozusagen so eine Jugenderinnerung, eine positive. Und dadurch habe ich ja eh sozusagen dieses Nostalgiegefühl unglaublich stark, wenn ich diesen Film gucke. Und ich finde einfach die Charaktere total sympathisch dargestellt und die irgendwie in ihrer eigenen Welt leben und die, was du schon sagst, das ist einfach, die scheißt eigentlich auf alles. Auch nachher, wenn dann der Klempner da ist, der Elektriker, der Bill, der dann auch mal aus Versehen die ganze, so ein riesen Loch in die Wand macht und dann sagt, ja Jungs, guck mal her, da ist hier irgendwie so ein Inka-Anbetung und guck mal rein, ey komm, ich komm mit, ich hab das schon mal gehabt, ich finde das toll, holt, nimmt seinen Kasten so auseinander und da ist auch nochmal so ein Schwert zum Kämpfen mit dabei. Also das ist schon so ein Ding, wo ich denke, ja, es war eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, hier so einen gesunden Elektriker zu kriegen. Aber ja. Cool gemacht, ja. Kritikpunkte. Was man dem Film vorwerfen kann, ist, dass er ungemein sexistisch ist. Quasi die zweite, na, die,
dritte Frau, glaube ich, die wir im Film zu sehen bekommen, ist halt die Freundin von Charlie, eine Sängerin, deren erste mittelgroße Szene nach der betrunkenen Autofahrt ist, dass sie in einem Hemd und in einem Schlüpferchen, also auch ohne BH, in der Gegend rumtanzt. Einfach, weil sie es kann, darf, soll, muss. Und weil sie den Plattenvertrag abschließen möchte. Ja, aber wenn ich die Frau anlocke, die diesen Plattenvertrag in die Gänge bringen soll, also na gut, weiß ich nicht. Das war die Mode, das haben sie auch, erzählen sie auch alle auf so Aerobic-Videos. Also, ne, knapp, leicht bekleidet. Allgemein, Frauen haben irgendwie, ja, die ihre Rolle ist eben dieses im Bild stehen und gut aussehen, so ungefähr. und die andere Sache ist eben der Spruch hier, ja, jetzt sei mal keine Schwuchtel, don't be a fag. Was ja schon, ja, wie gesagt, je nachdem, wie ernst man das Ganze nimmt, aber das habe ich auch mit Christian immer wieder so dieses, selbst wenn Filme unschuldig anmuten, sowas transportiert sich dann eben immer mit und deswegen sollte das trotz allem mal erwähnt sein, dass da eben auch solche homophoben Sprüche zu hören sind. Wieso redest du jetzt im Plural? Wie oft ist das noch passiert? Ja, weiter im Text. Die anderen Sprüche sind mir nicht so bewusst aufgefallen. Nein, aber abgesehen davon ist das für mich auch wieder ein sehr schön ausgestatteter Film. Ich finde gerade das Haus oder die Eingangshalle des Hauses als Set finde ich sehr schön. Gerade mal auch mal was Buntes. Ist eben nicht immer, also spielt zwar auch bei Nacht und bei Dunkelheit immer mal der Film, aber er zeigt eben auch mal Tagesszenen und gerade diese Empfangshalle, diese riesige, die ist auch schön bunt eingerichtet und so. Und auch sonst die Sets finde ich völlig in Ordnung. Man sieht ihn durchaus mal an, dass das jetzt nicht zu naturgetreu ist und so. Aber dafür kommen ja dann auch die Jungs von Weta, Chris Wallace und Konsorten zum Zuge mit ihren schönen gemachten Figuren und Modellen und Puppen. Wie gesagt, wir haben den Pterodactylus und seine Babys. Wir haben die Raupe, die biertrinkende Raupe. Einer der vielen kongenialen Einfälle in diesem Film. Was haben wir noch so für Tiere und Dings? Der prähistorische Vogel, die Raupe. Und dann haben wir noch die Dinos selbst. Ja, die Dinos. Wir haben die Masken der knochenalten 100-jährigen oder 170 Jahre alten Männer. Ja, diese Inkas, so gut, die sind jetzt keine Masken, aber das finde ich auf jeden Fall, das passt. Wirkt manchmal eben, also wirkt nicht wie super duper riesen Megabudget, aber es ist, finde ich, trotzdem sehr liebevoll hergerichtet alles. Das holt mich gut ab. Da gehe ich gut mit. Ich finde, ich glaube, die deutsche Synchro, die wir nur ganz kurz einmal noch reingehört haben, fand ich, die hat sehr schöne Sprecher gehabt, auch für die Zeit. Und die Untertitel auf der DVD, wir haben hier die Splendid-DVD, den Cult Horror Classics, wo auch der, glaube ich, ein weiterer Teil aus der Hausreihe, dann ist da noch Prom Night unter anderem erschienen und noch so ein paar andere Filme, eben aus den 80ern vor allem, die eben deutsche Untertitel hat und die deutschen Untertitel sind definitiv keine Übersetzung des O-Tons, sondern einfach nur Dub-Titles, das heißt, die Synchro wurde da einmal abgetippt, weswegen manchmal auch Untertitel eingeblendet werden, wenn im Original gar nichts gesagt wird und da eben man mal noch wieder einen Spruch drauf geknallt hat, was teilweise das Untertitellesen spaßiger machte als die eigentlichen Dialoge. Ich habe auch immer gestaunt, dass bei den Untertiteln immer permanent irgendwie Schimpfworte drin waren, immer so Arschloch und Idiot und Düdeldü. Ja, also ein paar wurden übernommen, ja, ein paar waren auf jeden Fall auch dazu gedichtet. Also ich fand, da waren etliche dazu gedichtet tatsächlich. Mhm. Das war viel mehr Fäkalsprache in der Synchro, als jetzt im Original zu finden war. Ja, das mag sein. Vielleicht hat er deshalb auch eine 16er Freigabe. Wer weiß. Ja, sein. Nee, aber ich finde auch, also diese Charaktere, die eben vorkommen, mit welcher Selbstverständlichkeit die vorkommen, das ist, glaube ich, auch dieses, wenn dann der Opa da eben aus dem Grab geholt wird und dann, ja, der ist jetzt da. Das müssen wir nicht noch irgendwie weiter erklären oder uns einen Kopf machen oder nur, dass er erklärt, dass er durch der Schädellinie wach am Leben hält. Zu Recht schreiben, ja, okay. Das hat er ja gesagt. Ja, aber selbst, dass man das dann auch einfach so hinnimmt, ne? Und na gut, warum willst du ihn sonst wohnen lassen? Ja, und dann dieses, ja, ich bin übrigens 170 Jahre alt, ich brauche gar keinen Schlaf. Ach so, ja, gut, dann brauchst du ja auch nicht im Keller wohnen, obwohl eigentlich doch. Natürlich noch der Seitenhieb aufs Fernsehen. Ja, also das ist vielleicht noch, was man so als minimales Problem ankreiden könnte, dass viele Gags so an sich, finde ich, nicht verkehrt, dass es manchmal nicht so sich zu einem wirklich, also dass es eher so sketchmäßig teilweise ist oder manchmal wird, ohne dass sich das dann so in der Geschichte an sich wirklich großartig niederschlägt. Aber ich finde die Sketche an sich halt völlig in Ordnung.
sprechen meinen infantilen Humor an und überzeugen mich, dass ich da also auf jeden Fall meinen Spaß habe. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand die Puppen sehr schön. Es hat so ein bisschen was von Jim Henson-Touch gehabt. Mhm. Ich fand sowohl die Raupe als auch diesen kleinen Eisgeier total niedlich. Und auch mit den Augen und diesen kleinen Details, wie dann halt immer noch geblinzelt haben und ähnliches, dieses Vermenschlichen. Ja. Und das war schon total niedlich gemacht. Also das muss ich echt sagen. Das hätte ich mir auch als Kuschel, würde ich mir auch als Kuscheltier in die Wohnung stellen. Also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, hier Weta Digital oder Weta ist eben die Schmiede, die Herr der Ringe dann unter anderem auch gemacht hat. Ja gut, aber das ist ja eine andere Zeit. Chris Wallace ist vor allem auch, glaube ich, die Fliege und noch viele andere 80er Jahre und davor Filme mehr. Ja gut, aber liegen ja nun auch 20 Jahre, 30 Jahre dazwischen, ne? Ja, ja. Also das ist ja ein ganz anderer Stand. Aber ich auch gerade überlege, ob ich das nicht irgendwie durcheinander bringe. Na, was soll's. Ja, aber trotzdem, ich fand, das war toll schön gemacht, auch von den Kulissen her. Also ich habe das, gerade als Kind war das schön, das zu sehen. Da hat man das natürlich alles für voll genommen, ja. Bare Münze genommen. Und so fand ich das auch sehr humoristisch und mir sehr gefallen. Muss ich mal wieder sagen, habe auch wieder öfter gelacht. Diese ganze Art waren ja auch so eine ganz einfachen Gags, wie wenn er da lang geht und auf einmal denkt, was ist das für ein Geräusch? Und auf einmal kommt das Bügelbrett raus und verpasst ihm eine. Ja, da hast du lange gelacht. Ja, ich finde auch, so manche Szenenübergänge einfach, ne, so, ja, wir haben jetzt den Opa unten eingesperrt, oder der Opa ist jetzt unten, der Ur-Ur-Großvater. Grams. Und Jesse und Charlie gehen jetzt wieder hoch und plötzlich ist da oben einfach eine Party. Und dann ist mir so, hä, was ist jetzt, warum ist jetzt eine Party? Und dann, achso, ja, Halloween-Party, ich habe ein paar Leute eingeladen, habe ich fast vergessen. Haha, ja, okay, was soll's. Also dieses, das ist einfach wirklich nicht groß, oder ja, es wird dann eben doch erklärt mit dieser, er hat Leute eingeladen, aber dass eben wirklich einfach vieles so behauptet wird, hingestellt wird und dann, ja, entweder du kommst damit klar oder eben nicht. Und ich kam halt bei vielen Sachen sehr gut damit klar. Völlig absurden Sachen. Und wenn dann eben Charlie eben dann noch hinterher ruft, wenn er den Baum hochklettert da zu den Vögeln. Ja. Es ist alles gut, Jesse, wenn du fällst, bist du sofort tot. Wir müssen das war eins, was sie im Deutschen ein bisschen anders übersetzt hat. Ne? Ich glaube, im Englischen. Dann fällt er so schneller. So schnell wieder unten. Da ja, dann fällst du schnell wieder unten und im anderen war dann. Nee, dann ist es ganz schnell vorbei. Du spürst es nicht so lange. Ich habe mich an den Witz danach festgehalten, als wir oben ankommen und sagt, oh Scheiße, Mensch, das hast du ja toll gemacht. Und Mensch, jetzt ich kein Fotoapparat dabei. Ja, und das hier ist eine Uzi. Was willst du mit einer Uzi? Wo kommt diese Uzi her? Das wird so völlig aus dem Nichts. Und dann hier das kleine, diese kleine wirklich die Waffe. Ja, das ja, soll, war ich so da soll ich da Zigarren entzünden? Ja, das war so, glaube ich, Man in Black Style. Ne? Also, ja, ich überlegt, ob Man in Black den na, sich gut, was war jetzt vorher? Ja, was war ja, vorher? Ja, ja, deswegen, ob Man in Black ihn da abgeholt hat, den Witz. Und diesen dann auch nochmal mit einem Payoff versieht, indem das Ding dann wirklich ein Zigarettenanzünder ist, ja. Wenn er dann schießen will. Aber auch wenn sie runterknallen und auf einmal im Keller landen und Opi meint, ja, warum hast du die Treppe nicht genutzt? Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir, glaube ich, nicht einfach nur die Szenen nacherzählen, die wir alle lustig fanden und einfach nochmal beömmeln. Aber ich finde, aber um das eben, glaube ich, rauszustreichen, die haben für mich wirklich ein gutes Timing gehabt. Also die haben funktioniert eben in dieser, ja, wie gesagt, völlig blödsinnigen Absurdität. Fügte sich das alles zu einem humoresken Ganzen zusammen. Und das muss ich, das wollte ich auf keinen Fall vergessen, die Western-Szene gegen Ende, wenn dann der Shootout stattfindet. Und da habe ich so gedacht, endlich mal jemand, wo man dem glaubt, der hat das erste Mal eine Waffe in der Hand und trifft eben nicht gleich, wo Jesse dann die erste Mal schießt. Einfach nur, pff, ja, Meter daneben, halber Meter daneben. Gehen wir mal doch besser in Deckung. Mhm. Also nicht wie dieses hier, jeder nimmt sich irgendeine Waffe und weiß sofort, wie die funktioniert und sie müssen vielleicht noch die Sicherung lösen oder sonst wie und dann werden immer alle erschossen und fertig ist das, sondern hier ist wirklich, ja nee, nur weil man einfach eine Waffe in der Hand hat, heißt das nicht, dass man den anderen trifft. Auch aus einer Nahdistanz. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch, wird jetzt auch ganz schnell zu einem kleinen Problem, dass ich nicht wüsste, was ich noch größer sagen könnte, als diese Szenen nacherzählen, die ich halt lustig fand und dass ich das lustig fand und dann nochmal drüber lachen. Also ich glaube, ich kann mir, oder andersrum, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die damit nicht mehr viel anfangen können oder die sich eben sagen, was ist das für eine chaotische Struktur und so und das passt vorne und hinten nicht zusammen oder so. Wie gesagt, ich glaube, bei mir hat das gut funktioniert, dass ich mir einfach gesagt habe, ja, es ist einfach völlig hanebüchner Blödsinn und deswegen hat das auf dieser Ebene, auf diesem schmalen, gefährlich schmalen Grat, hat das dann für mich sehr gut funktioniert, dass es einfach alles so absurd ist. Ja. Ja, also ich muss natürlich mich wieder als Serienjunkie da einschalten. Ich finde es immer wieder spannend, denn auch die Darsteller selbst zu betrachten, wo sie mal waren oder wo sie hingehen.
Und das hatten wir ja gestern schon mit Götsch gehabt, mit den anderen beiden Serienstars. Und heute hat Pien auch wieder zwei Serienstars entdeckt. Und den Hauptdarsteller Jesse, der kam mir unglaublich bekannt vor vom Sehen her. Da habe ich echt ganz, ganz lange überlegt und kam nicht drauf, bis ich den auf der IMDb geschaut habe. Und den kennt man ja jetzt aus Castle als den Pathologen, wo ich dachte, ach ja, stimmt. Ja, mein Gott, das Ding ist schon wieder 30 Jahre zwischen. Wie sich das verändert hat, ist ja krass. Und was ich noch viel krasser fand, das habe ich ja auch selbst noch durchstiegen, weil das einfach zu offensichtlich war, war der Darsteller des Bill in seiner Parade, sag mal, seine Paraderolle. Kanntest du den Schauspieler oder weißt du, woher der sozusagen kanntest? Nee. Ich glaube, ich habe hinterher gelesen. War der das von Saturday Night Live oder so? Nee, von Cheers. Also, oh, das ist der eine, der mal in der Bar hing. Den könnt ihr auch noch. Das ist auch eine Serie, die damals permanent über den Fernseher flimmerte aus der Jugend. Ja. Das fand ich jetzt auch mal ganz stark. Wo ich dachte im Nachhinein so, naja, wenn das jetzt 87 rausgekommen ist, das ist ja auch die Cheers-Hochzeit gewesen. Das war sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere noch mit. Und an der Bunde nochmal so, dann gleich in diesen Film rein, vielleicht nochmal ein Gesicht zu geben. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Und dann ist mir noch eingefallen, so eine Abschlussserie zum Thema Serien. Wir hatten ja vor einigen Wochen zusammen die Scream-Reihe nochmal gesichtet, falls du dich entsinnen kannst. Nee, kann ich mich nicht entsinnen, erzähl mal. Ja, ja, völlig klar. Naja, auf jeden Fall musste ich da halt auch ein bisschen grinsen und auch an diesen Film denken, weil ja im zweiten Teil, ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Beim Scream im zweiten Teil, wo die dann sozusagen am Anfang in dem Klassenzimmer sitzen und dann sich streiten darüber, was Fortsetzungen ausmachen, und Fortsetzungen sind immer scheiße, Ausnahme von drei Sachen: Terminator, Pate und Haus. Ja. Hat der Haus auch gesagt? Krass. Ja, das waren die drei Sachen. Und da musste ich noch so grinsen, als ich es gesehen habe. Das ist mir jetzt natürlich halt wieder eingefallen. Ja. Ja, entweder macht James Cameron eine Fortsetzung und die ist gut, oder viel mehr bleibt dann nicht. Ja, aber genau, ich habe hier auch den seltenen Fall, dass ich den zweiten Teil besser finde als das Original. Überlege noch, ob ich das Original dann vielleicht auch alleine irgendwann nochmal wieder gucke, einfach um ihm nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht war es auch wieder so eine Stimmungssache oder so. Oder ja, kannst ja berichten, wie es war. Film auf den falschen Fuß erwischt. Die Frage für mich ist tatsächlich, ich habe noch nie weitergeguckt, wie es mit Teil 3 und 4 aussieht, ob die sich wieder ernster nehmen oder ob die auch so herrlich abdrehen, ob es sich überhaupt lohnt, die überhaupt zu sichten generell, oder und so viele Fragen auf einmal. Ja, genau, habe ich auch nicht gesehen. Hatte so ganz, ganz grob mal überflogen, so ein paar Besprechungen. Es ist so, entweder viele, der eine Teil, der eben sagt, oh ja, das ist ganz schlimm, das heute noch durchzustehen, der andere Teil, ach ja, das ist genau der Blödsinn, auf den ich abfahre, so ungefähr. Es klang eher so, wie das, die nehmen sich weiterhin nicht zu ernst, aber ich weiß es nicht, wie gesagt, nicht gesehen. Ja, also wird damit schon am Ende von Haus 2 genügt das? Müssen wir noch was erfinden? Naja, wenn du keine Ideen mehr hast, wo du reden möchtest, dann. Ja, also wie gesagt, wir können jetzt noch weiter die einzelnen Gags nacherzählen und so. Ja, was ich viel spannender fände, würde, als die Gags noch zu erzählen, ist, wie man zum Beispiel manche Effekte mal so hingekriegt hat. Ich hatte so ein bisschen was mit den, teilweise auch mit den Dinosauriern, die in der Ferne sozusagen auf dieses Stop and Go, Accident. Das hat mich so ein bisschen an die 90er Jahre mit den Cup-Nudel-Werbungen. genau, das war Stop-Motion, auch schön eingesetzt und dann eben immer wieder auch, glaube ich, Handpuppen oder mechatronisch, gerade wenn hier der It's a prehistoric bird in the cupboard, wenn der Vogel im Schrank da ist. Bin ich mir recht sicher, dass das dann von unten entweder mit Kabeln oder mit Händen gesteuert worden ist. Auch da hat das mit dem Schnitt und dem Timing sehr gut hingehauen, wenn eben sowas kommt hier, ja, er möchte noch einen Stick. Ich habe aber keinen Stick mehr. Der Vogel dann auch so guckt. Genau, also wie gesagt, die Effekte, die Kostüme, die Masken oder eben gerade auch die Kreaturen, so, die Creature-Feature-Sachen, die haben fand ich auch sehr, sehr schön. Und ich finde das Haus von der Kulisse her halt auch ganz stark gemacht. Ich fand, das hatte wirklich was Rustikales gehabt. Und gerade wenn du diese ganzen diese steinigen Säulen mal drin hast oder halt diesen Buntgläser, dann wirkt das meistens sehr, sehr kalt und bedrohlich. Aber ich fand, das war trotzdem sehr warm und sehr einladend, das Haus gewesen. Das hat mir auch gut gefallen. Also ich habe ja noch mit IMDb, als du vorbereitet hast, auf der IMDb ein bisschen geluschert und so, was man an Trivia noch so findet, und habe dann auch festgestellt, dass es das gleiche Haus ist wie bei 13 Geister, und ich finde es total stark, dass es das gleiche sein soll, weil ich habe das nicht andersweise erkannt. Ja, das würde höchstens der gleiche Drehort, aber keine Ahnung. Vielleicht der Keller.
Was mir gerade noch einfällt, zum Hausfahren, ist, dass sich die Spiegelszene in Richtung Finale, das fand ich auch sehr cool umgesetzt, quasi so ein bisschen eine Umkehrung von beispielsweise Tanz der Vampire oder eben auch so manch anderen, wo er halt in den Spiegel guckt und im Spiegel sieht, hinter ihm ist er jemand, dreht sich um, da ist gar keiner und dann ist er aber doch im Spiegel und wie das dann auch in dem Verlauf dann noch aufgelöst wird, das fand ich durchaus interessant. Hm. War interessant gemacht. Wie fandest du das Finale selbst, dass der Opi denn doch gen Süden gegangen ist? Ja, das war dann irgendwie so, ach, da habe ich ein bisschen schon abgeschaltet, wo ich dachte, ja gut, jetzt ist die Hatz an sich vorbei und das ist jetzt noch so das Nachgeplänkel, da müssen wir nochmal 2-3 Minuten hier verschwenden für. Da war ich jetzt nicht mehr so, das ist dann an mir vorbeigeflogen. Dafür waren die Charaktere dann, wie gesagt, einfach so nur hingeworfen und so, da habe ich dann auch nicht an denen gehangen, dass mich das jetzt noch. Ja, so wie die Polizisten, die nicht aufhören zu schießen und bäm, 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 bäm mit ihren Schusswaffen ja. Das ganze Haus in Flammen setzen oder was. Hast du seinen Kopf weggeschossen? Ja, du bist ein guter Junge. Okay. Ja. Nee, genau, also das, was so quasi danach klappt, dann nochmal ist. Ohnehin ja auch, wie eben Figuren da reingeworfen werden, also hier die Rochelle, dann die von den Inkas bedrohte Frau und alle immer mal kurz so sich zeigen dürfen, wahrscheinlich waren das die Playmates des Jahres oder so, die alle mal kurz noch diesen Filmauftritt bekommen haben, keine Ahnung, die ja auch einfach nur, ja, weiß ich, 2 Szenen haben, wenn sie Glück haben, durften sie noch einen Satz sagen und dann waren sie auch schon wieder völlig groß aus der Handlung. Also das war also einer dieser Momente, wo es dann für mich nicht so super funktioniert, weil ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich schwer zu sagen. Funktioniert nicht, weil es halt keinen weiterführenden Zweck erfüllt oder so. Weil die anderen Sachen ja auch teilweise einfach nur so hingeworfen werden. Also gerade jetzt so die Set-Pieces oder sowas. Aber da funktioniert das dann vielleicht für mich besser, weil es einfach so dieser Abenteuereffekt ist. Als wenn dann immer, ja, da noch eine Frau und hier noch eine Frau. Und ich so, ja, puh, was soll das denn? Also da weiß ich nicht. Hast du denn das Gefühl, dass es in die Reihe der klassischen 80er-Jahre-Horror-Classics irgendwie reinpasst? Keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht so. Also, es ist ja kein reiner Horrorfilm, würde ich sagen. Also großartig gegruselt oder so, oder Schreck oder Angst habe ich da jetzt nicht gehabt. Klar waren 1, 2 Szenen vielleicht so ein bisschen düsterer aufgebaut, aber es war jetzt nichts Großartiges. War schon eher so spaßig, abenteuermäßig in die Richtung gehen, fand ich. Man sieht ihm seine Entstehungszeit an, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich hätte ihn schon in den 80ern verordnet, gerade auch mit der Musik, das, die ja relativ früh einmal gespielt wird. Ja, und jetzt fühle ich mich schon wieder verleitet zu sagen, naja, also dieses einfach, komm, wir machen diesen Film einfach mal und ob das jetzt alles Sinn ergibt oder nicht, ist nicht so wichtig, aber ich glaube, die Filme werden auch heute noch gemacht und vielleicht manchmal ein bisschen kompetenter oder so, dass ein paar Sachen vielleicht so wirken, als wären sie schlüssiger, aber da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen, ja. Wie siehst du das denn? Ne, das ist ja nicht meine Eingangsschneise, sag ich jetzt mal. Ne? Ich bin ja eigentlich eher weniger, was 80er-Jahre-Horrorfilme angeht, bewandert. Hm. Ich habe da nicht so den Vergleich. Also nee. Weiß ich auch gar nicht, ob ich da jetzt so viel kenne, dass ich sagen könnte, ich kenne eher 80er-Horror, kenne ich mich voll aus. Es wäre, glaube ich, wenn jetzt einer sagt, so 80er-Horror, empfehle mir mal was, dann würde ich, glaube ich, immer zuerst an die, in Anführungszeichen, heilige Dreifaltigkeit, Halloween, der von 78 ist, also genau reinpassen in die 80er, Fridays 13th und Nightmare on Elm Street denken und dann kommen so die anderen Sachen nach und nach, eben sowas wie Prom Night. Ja, das ist so das Klassische, was man auch mit diesen Horror-Classics und auch wirklich mit diesem klassischen Horrorfilm auch verbindet, ne? Na jetzt, also klassisch, also 80er-Jahre-mäßig jetzt vielleicht, ja. Aber das sind ja auch schon wieder eigentlich mehr so die Slasher-Filme. Es gibt ja auch, ist ja eigentlich auch wieder schon so eine Spielart des Horrors. Die Fliege ist ja zum Beispiel auch 80er-Jahre, aber ist ja auch eher, also. Also die ersten drei, die das gesagt hat, das waren zum Beispiel Sachen, mit denen habe ich, da habe ich nie so den Zugang gefunden damals. Und also ich habe die ja mit dir nochmal gesichtet. Ja, ist nicht alles. Und nee, Jason glaube ich auch nicht, ne? Aber auch nur die ersten 4 Teile, weil da bin ich auch. Ja, ich glaube, da habe ich noch gar keinen Teil gesehen, außer. Und Freddy. Das ist Jason, ja. Aber ich habe hier Nightmare on Elm Street und Halloween, den ersten, haben wir ja so umgesichtet. Und das ist so eine Art Horror, da finde ich keinen Zugang zu. Aber ich bin ja auch, also ich liege ja mit meinen Interessen auch eher im, wir sind nicht nur im okkulten Bereich oder im Thriller-Genre. Also das ist für mich ja auch nicht so ein Genre, was mich als erstes jetzt anspringen würde.
Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, diese lustige Aufarbeitung mit diesen Handpuppen und ähnliches, wie das jetzt bei Haus 2 gemacht wurde, hat mich dann natürlich auch angesprochen. Wahrscheinlich, weil es nicht dieses klassische Slasher-Film entspricht. Ja. Das ist ja da auch gar kein Sterben so richtig. Also ist wirklich nicht mit Blut oder ähnliches. Das ja, ist ja okay. Nicht, damit wird ja gar nicht erst gearbeitet. Das könnte ja theoretisch auch noch ein kleines Kind mitgucken, wenn du wolltest. Ja, wie gesagt, ist ja PG-13 in Amerika. Mhm. Also von daher ist das schon eher darauf ausgelegt, ja, dass auch die Jüngeren da mitgucken dürfen sollen. Und Geld bringen. Also wie gesagt, Horror in den 80ern gibt es auch jede Menge Spielarten, kenne ich auch längst nicht alles. Also sowohl Slasher-Film an sich, als auch, dass es ja auch abseits von Amerika auch genug solcher Filme entstanden sind, gemacht worden sind und so. So ist ja auch nicht, dass das jetzt ein rein, also durchaus ein amerikanisch oder von Hollywood geprägtes Ding ist, aber, oder für mich da von denen geprägt ist, aber habe ich auch mehr als genug Lücken. Ja. Also ich von meiner Seite aus schließen wir die Tür. Ja. Geben wir uns gerne ins nächste Abenteuer. Ja, das war also unsere kurze Meinung zu House 2, The Second Story. Euch weiterhin viel Spaß, viel Grusel, viel Schock und Angst im Horror-Oktober und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. Ciao.